Herzlichen Glückwunsch, die ersten 4 Wochen sind geschafft. Wir starten mit dem zweiten 4-Wochen-Block. Auch hier ist es wieder geplant, dass wir 3 Wochen belastend mit steigernder Belastung und einer Entlastungswoche. Hier kommt schon die erste Besonderheit für den Triathlon zu tragen. Denn in der letzten Belastungswoche werden wir eine sogenannte Koppeleinheit absolvieren. Koppeleinheit bedeutet, in diesem Fall werdet ihr zuerst Radfahren und im Anschluss daran unmittelbar direkt eine Lauftour unternehmen, um einfach den Wechsel und auch den Rhythmuswechsel vom Radfahren zum Laufen zu trainieren und den Körper darauf zu akklimatisieren.